Wir müssen erstmal Opas Kiste finden. Unmöglich! Das ist, als würden wir eine Stecknadel im Matsch auf ihn suchen. Wir dürfen nicht aufgeben. Wir müssen eben einfach alles noch einmal umfragen. Da hast du weg, Schlumpfine. Ich glaube, ich hole lieber meine Karte. Wirklich, sehr komisch, Baby. Absolut. Auf einer trockenen Kiste lässt sich leicht lachen, hä? Auf einer Kiste! Hey, Schlumpfe, ich hab sie gefunden! Ich hab Opas Kiste gefunden! Naja, Baby und ich haben die Kiste gefunden. Na schön, Baby hat sie gefunden, ja. Du großer Schlumpf, ich hatte gehofft, wir könnten ihn aus dem Weg gehen. Sie sehen sehr ungemütlich aus. Wer ist das, Opi? Will, wir hören seine Krieger, bekannt als die Tikis. Sie sind nicht besonders freundlich zu Besuchern, im Gegenteil. Sie stoßen uns in ihren Vulkan. Als ich das letzte Mal auf der Tiki-Insel war, bin ich nur knapp diesem Schicksal entgangen. Dann müssen wir besonders vorsichtig sein, meine kleinen Schlümpfe. Sag mal, Opi, warum schleichen wir nicht einfach um die Tikis herum? Weil der Pfad, den wir suchen, der ist, den die Tikis benutzen. Ich schätze, Opa will uns damit sagen, dass wir die Tikis nicht umgehen können. Ich hab gleich verstanden, was er sagen wollte. Was sind das für Zeiten, in denen einem die Schlumpfbären ausgehen? Ich fürchte mich nicht vor ihm. Jetzt, meine Kleinschlümpfe. Ich komme schon, Papa Schlumpf. Umma-Tiki. Große Schreck, bitte. Die hat Tati gefangen genommen. Vielleicht kann ich diesen wandelnden Holzklotz ablenken und hier lege ich den Rest. Uga, Uga. Jetzt die Beine hoch. Wow, habt ihr es geschafft. Los, komm, Tati. Torti, dein Magen hätte beinahe unsere ganze Mission in Gefahr gebracht. Tut mir leid, Papa Schlumpf. Was ist denn das, Opa? Das nennt man eine knappe Flucht. Das nennt man Schlumpfverrat. Manchmal kann so ein Ding sehr nützlich sein. Was
Zeig uns doch mal, wie man einen solchen Schlumpf reinwirft, Opi. Jetzt nicht, Sassett. Wir müssen auf den Gipfel des Vulkans klettern. Riesiges Rhinoceros. Da sind ja unendlich viele Stufen. Großer Schlumpf, wie sollen wir das nur schaffen? Wir müssen es einfach schaffen. Ich versuche euch nicht zu verlieren. Warte auf uns, Opa! Tut mir leid, wenn ich euch unterbrochen habe. Also meinetwegen müsst ihr nicht aufhören zu tanzen. Ihr tanzt nämlich auch gern, stimmt's, Azrael? Ich wette, ihr wundert euch, warum ich hier so reingeschneit komme. Ich bin auf der Suche nach 6 kleinen blauen Kreaturen, ungefähr so groß. Wenn ich bescheiden fragen darf, ihr habt sie nicht zufällig gesehen? Ich verstehe. Wie ich sehe, seid ihr ein wenig ungehalten. Na ja, ich finde sie auch allein. Komm, Azrael. Feier auf, Feier hier lang, Azrael. Oh nein, lasst mich in Ruhe. Kommt, Schlümpfe, jetzt geht ihr hier lang. Feinde Trolle, macht das nicht Spaß, Papi? Spaß? Ich könnte mir was Schöneres vorstellen. Ich weiß, was du meinst, Papa Schlumpf. Heftig, die wächst ja auf einmal ein Bart wie Papis. Und was ist mit deinen Haaren? Meine Haare? Die sind grau. Was bedeutet das? Der Stein des langen Lebens verliert seine Kraft rapide. Dann bleibt uns nicht mehr viel Zeit. Wir müssen das letzte Element kriegen, den Flammenball, bevor es zu spät ist. Schlaubi, kannst du mir mal sagen, was du mit der Brechstange vorhast? Na, ich werde damit die Kiste öffnen. Papa Schlumpf hat gesagt, wir sollen die Kiste finden, dass wir sie öffnen sollen. Davon war nicht die Rede. Er hat aber auch nicht gesagt, dass wir sie nicht öffnen sollen. Schlaubi, steh bitte wieder auf. Du machst mir Angst. Vielleicht sollten wir wirklich warten, bis Papa Schlumpf wieder zurück ist. Oh, ich habe eine Falte. Oh nein, 2 Falten. Du großer Schreck, Dutzende von Falten. Ich brauche eine Schlammpackung dringend. Schlumpfine, deine Haare werden ja ganz weiß. Oh je, was passiert denn nur auf einmal mit uns? Ich hasse, was mit uns passiert. Vorsichtig, Hefti, ganz vorsichtig. Ich versuch's ja, aber den Feuerball zu fangen ist nicht so einfach wie einen Schlumpfball zu schlagen, weißt du. Und meine Hand ist eben nicht mehr so ruhig, wie sie mal war. Warte, ich helf dir, Hefti. Vielleicht können wir ja zusammen einen dieser Feuerbälle fangen. Natürlich, Opa. Wir schaffen das. Das hoffe ich. Oh nein, seht nur, das Seil hat Feuer gefangen. Damit hast du recht, Handy. Aber das sehen wir auch. Dafür, dass so viel auf dem Spiel steht, haben wir sehr wenig Zeit. Ihr dürft nicht verzweifeln. Ihr schafft es. Ihr schafft es. Ihr müsst es nur richtig wollen. Du hast gut reden. Schnell, beeilt euch! Zieht es hoch, bevor das Seil reißt! Wir ziehen so schnell wir können, Papa Schlumpf! Ich hab's schon! Schlumpf mich gefangen, Forti! Du hast uns gerettet! Dank mir nicht zu heftig, Effi! Mein alter Rücken tut mir weh! Jetzt haben wir alle 4 Elemente, meine kleinen, alternden Schlümpfe. Aber wir müssen erst noch damit den Stein des langen Lebens aufladen. Nachdem alles so gut geklappt hat, denke ich, dass wir das auch schaffen. Ja, und kein Moment zu früh. Meine schmerzenden Knochen sagen mir, unsere Zeit ist kurz. Umba-Tiki, 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 Oh my dicky, 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 oh my dic
Beeilt euch, meine kleinen Schlümpfe. Wir müssen zu unserem Schuh zurück. Das wäre sogar ein schweres Unterfangen, wenn ich noch jung wäre. Oh, Schreck, der Schuh ist weg. Oh. Er ist tatsächlich ganz und gar verschwunden. Naja, er läuft doch nicht einfach weg und lässt uns im Stich, oder? Kein Schuh kann so gemein zu uns sein. Seht euch um, meine kleinen Schlümpfe. Wir müssen ihn finden, sonst ist alles verloren. Oh, Schuh, wo bist du? Was machst du denn da, Opa? Ich beobachte die Tikis. Unser Schuh wird gerade dem Tiki-Vulkan geopfert. Großer Schlumpf, das müssen wir unbedingt verhindern. Warte, Papa!